Hey ho, ja! Heute gibt's mal wieder ein weiteres Video und heute gibt's das Projekt, was ich schon angekündigt habe. Denn ich habe doch nämlich ein Projekt angekündigt, wo ihr doch einen Namen schreiben solltet. Habt ihr aber noch nicht gemacht. Von daher, ja, schreibt's einfach unter dieses Video dann den Namen. Ich möchte heute das machen. Ich habe die erste Folge eigentlich schon aufgenommen. Das Problem war halt immer nur, mein Audioprogramm ist abgeschmiert. Von daher musste ich das jetzt hier auf dem PC meines Vaters aufnehmen. Deswegen steht auch nicht mehr oben bandicam.com, sondern ich nutze jetzt gerade wieder OBS. Also lass jetzt einfach mal in eine Welt reingehen. Kein Name verfügbar. So. Kreativ. Nicht. Was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist so ein Reflex. Okay. Default. Lass einfach mal TH zockt als Seed nehmen. Okay, dann Create New World. Oh, meine Damen, die Welt wird generiert. Und eine neue Runde. Es geht in die Runde und es sieht so wunderschön aus. Ich bin auf diesem Block gespawnt. Und es sieht so wunderschön aus, Leute. Eine neue Runde geht hier los. Keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, wir spielen mit 100 FPS. Und es läuft sehr flüssig. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Ich glaube, ich nenne die Folge Okay, ich nenne sie Ich habe 5 Holz. Mach daraus jetzt ein Crafting Table und Stöcker. Jetzt platziere ich den Crafting Table und mache jetzt eine Holzspitzhacke. Jetzt grabe ich mich runter. Ich glaube, ich sollte es lassen. Okay, nee, ernst, ich sollte es, glaube ich, wirklich lassen. So. Oh, es wird aber ganz schön dunkel hier. Kann ich irgendwie hier die Helligkeit einstellen? Ach, die ist schon auf Maximum. Oh, ich sehe ja gar nichts. So. Dann machen wir jetzt ein bisschen an Steinspitzhacke. Und brauchen erstmal ein bisschen Kohle natürlich. Also vielleicht finden wir hier ja ein bisschen Kohle. Ich würde einfach mal sagen, wir graben uns hier auf dieser Ebene einfach so mal ein bisschen weiter. Oh, ich sehe aber wirklich nichts. Boah. Okay, ich muss jetzt einmal kurz eine Fackel machen, die ich dann immer in der Hand halten werde. Weil ich sehe halt wirklich nichts. Dazu brauche ich nochmal ein bisschen Holz. So. Holen wir uns das hier. Wie fandet ihr das eigentlich, wo es immer so gelaggt hat in meinen Aufnahmen? Weil vielleicht habt ihr ja das eine Video gesehen, wo ich den Glücksautomaten gemacht habe. Das hat er ja richtig gelaggt. Und an einer Stelle habe ich Tomaten gesagt. Aber ich wollte nicht Tomaten sagen, ich wollte Automaten sagen. Ja, das ist mal voll in die Hose gegangen. Dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar Stöcker. Genau. Und mit einem Stock und einer Holzkohle kann man sich eine Fackel machen.
Alles klar. So. Kann ich was sehen? Kann ich was sehen? Nö. Weil. So. Gut. Jetzt kann ich was sehen. Lass mal hier jetzt einen kleinen. Einen kleinen Tunnel hier graben. Also nicht Tunnel, aber lass mal hier nach Kohle suchen. Okay, ich weiß nicht, ob das sehr effizient ist. Kohle. Nice. Eigentlich würde ich jetzt ein Lied singen. Egal. So, wie lange läuft die Aufnahme schon? Die Aufnahme läuft schon 6 Minuten und 30 Sekunden. Cool. So, dann gehen wir hoch. Und legen schon mal ein bisschen Kohle in den Ofen. Cool. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Essen. Also mache ich uns Essen. Weißt du was? Wisst ihr was? Wir machen es nicht auf die brutale Art. Wir holen uns Samen. Und machen ein Feld. Dazu brauche ich aber noch Eisen. Ist hier irgendwo eine Höhle in der Nähe? Vielleicht da hinten irgendwo, in der Wüste. Ah. Kohle. Wir sollten uns trotzdem mal ein Schwert machen. So. Weil ein Schwert hilft auch immer. Bei solchen Sachen. Wo war das? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Hier. Mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich den Zombie finde. Oder bis der Zombie mich findet. Er ist da. Er ist ganz nah. Er ist da. Ja, sehr interessant, was du uns hier erzählst. Also was ich nur dazu sage, ist, du brauchst mal unbedingt eine Fackel. Weil mit Fackeln läuft alles in deinem Leben besser. Ja, genau. Kohle. Okay, warte mal. Da, wo ein Zombie ist, da ist auch wohl eine Höhle. Also sollten wir vielleicht mal nach einer Höhle gucken. Weil bei einer Höhle können wir nämlich caven gehen. Ja, okay. So, wo ist er? Wo ist er? Ich höre dich, aber du bist hier nicht. Wo bist du? Warte mal, hier ist ein Baby-Zombie irgendwo. Ach.
Hier ist ein Spawner. Ja, hier ist ein Spawner. Schau, Leute, das gibt mir nichts an. Ich möchte nämlich kein Spawner zurzeit gerade. Ich bin noch nicht allzu gut ausgerüstet dafür. Oh, hier sind Kürbisse. Und eine Höhle. Ui. Wette. Warum ist hier eine Sonnenblume? Hier ist Eisen. Lass mal holen. Und es ist 6 geil. Hier ist halt auch wirklich alles stockfinster. Und es wird Nacht. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen ein Bett. Und wie bekommen wir ein Bett? Schaffe! Das läuft mir hier irgendwie etwas zu gut. So, Schafe. Ihr müsst jetzt leider dran glauben. Ich brauche nämlich leider eure Wolle. In Real Life wird man sie scheren. Kann man aber nicht, weil man noch keine Schere hat. Komm schon. Ich möchte noch keine Monster haben, weil Monster passen mir gerade jetzt so in diesem Moment nicht. Ich würde gerne schlafen. Danke sehr. Sweet dreams. Nice. Gut. Was wollten wir nochmal machen? Wir wollten das Eisen schmelzen. Dann mache ich hier schon mal eine freie Fläche. Hier wird dann das Wasser reinkommen. Also mache ich 1, 2, 3, 4. Dann kommt 1, 2, 3, 4. Wohin geht das? 1, 2, 3, 4. Also geht das bis hier. So, jetzt ist, glaube ich, schon mal Fläche freigebaut. Oder? 1, 2, 3, 4. Das geht bis hier. Genau. Und 1, 2, 3, 4. Das sehe ich doch jetzt schon, dass da noch nicht genügend Fläche ist. So. Jetzt haben wir aber genügend Fläche. Cool. Also holen wir uns jetzt das Eisen, wenn es gebraten ist. Danke sehr. Machen daraus einen Eimer. So. Holen uns dann ein bisschen Wasser. Machen das dann hier rein. Jetzt machen wir uns eine Stein, wie heißt das? Schreibt's in die Kommentare. Eine Sense. Nee, es ist keine Sense. Das ist eine Hake. So, jetzt habe ich's wieder. Nein. Ach, falls ihr wissen wollt, welchen Shader ich gerade drin habe. Ich habe gerade den Sildur's Vibrant Extreme drin. Also hier, Sildur's Vibrant Extreme. Falls ihr den auch haben wollt, dann, würde ich euch empfehlen, einfach auf Google zu gehen. Dann eingeben Sildur's Vibrant Shaders oder Sildur's Shaders.
Und dann geht ihr einfach auf den ersten Link und dann seht ihr da einen Download-Knopf an der Seite. Und dann, wenn ihr da auf den Download-Knopf gedrückt habt, dann könnt ihr da auswählen, welche Stufe ihr haben wollt. Ich habe jetzt die extreme Stufe, weil dieser PC halt recht viel aushalten kann. So. Magst du Samen? Magst du Samen? Warum verlässt du mich? So, ich komme mal kurz hier nochmal ein paar Samen. Cool. So. Wir haben schon 12 Samen. Okay, dann pflanzen wir uns das hier mal an. Okay, es ist schlau, auf den schon gegossenen Feldern was drauf zu machen. Ja, wir müssen jetzt warten. Wir sind schon mal 16 Minuten. Cool. Was kommt als nächstes? Ich würde auf jeden Fall erstmal nochmal wieder die Fackel in die Hand nehmen. So. Dann sortieren wir erstmal unser Inventar. Also, das hier kommt nach da. Das hier kommt nach da. Die die Holzspitzhacke, die können wir als Denkmal irgendwo hinlegen. Die legen wir gleich in eine Truhe. Ich hole mir nochmal schnell Wasser. Falls ich irgendwie eine Klippe runterspringen müsste und ich dann Water Energy mache. Was macht diese Fledermaus da? Keine Ahnung, wir wollten uns doch nochmal Kürbisse holen. Wir brauchen eine Axt. So. Zack. Kommt her, Kürbisse. Kommt her. Kommt her. Nein. Wie kann man das jetzt machen? Oder womit muss man das machen? Ich glaube, das muss man mit einer Schere machen. Hallo, Gunther. Gunther. Gunther, Siegfried und Merlin. Merlin, nein. Nein, Merlin. Nicht den Lehrer anzünden. Nein, Merlin. Und genau. So, jetzt ist nur noch Gunther übrig. Gunther und Peter, schießt nicht Gunther an. Es wird nicht im Unterricht geschossen. Nein. Ich hole mir einfach nochmal die restlichen Kürbisse und dann geht's nach Hause. Cool, das war also eine Monsterschlacht. Ah, alles klar. Dann müssen wir mal hier wieder zurück und machen uns erstmal eine Truhe, würde ich mal sagen. So. Ach komm, weil wir es können, machen wir uns eine Doppeltruhe. So. Zack. So. Okay. Oh, da wächst schon was. Was kommt da rein? Es kommt das da rein, das da rein, das da rein. Ja, ja, komm. Das da rein, das da rein. Die kommt nach hier. Ich würde sagen, die Tools, die wir gerade nicht brauchen, kommen immer nach unten. Die Fackel, die brauche ich noch. Setze ich mir mal wieder in die andere Hand. Stein kann man immer gut im Inventar gebrauchen. Und ja, so. Den Samen können wir vielleicht noch anpflanzen.
So. Ja. Ist hier noch ein Fisch? Ist hier irgendwo ein Fisch? Hallo? Fische? Wo seid ihr? Ram, bam, 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 bam. Okay, wisst ihr was? Es sind hier keine Fische. Vielleicht können wir ja im nächsten Part nachgucken. Also, jetzt würde ich auch mal zum Ende, weil wir haben unsere 20 Minuten erreicht. Mal wieder eine etwas längere Folge. Ich würde auch so machen, dass dann die Folgen einfach immer so bei 20 Minuten bleiben. Also, dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.